da wir ja nun immer noch nicht wussten, was ein Cappuccino ist, haben wir weder Kosten noch Mühe gescheut und sind nach Lingenthal vor die Tore von Heidelberg gefahren. Dort hat Rosario Bonafede, italienisch wie man hört, gerade das Landcafé Bonafede eröffnet. Er beschäftigt sich seit 20 Jahren mit Kaffee. Das Bonafede hier in Lingenthal ist sein zweites Café. Seit 8 Jahren röstet er selber und das sollte geballte Kompetenz sein, um ihn zu erklären, was denn ein Cappuccino ist. Also Rosario, kannst du uns eine Definition geben für Cappuccino? Ah, Definition. Tedeschi immer Definition. Ne, mal im Ernst, ja. Ich zeige euch jetzt, wie ein perfekter italienischer Cappuccino entsteht. Und dazu gehe ich an meine Siebträgermaschine. Also die Basis für einen perfekten Cappuccino sind erstmal perfekte Kaffeebohnen, frisch geröstet. Heißes Wasser ablassen, Sieb einspannen. Espresso-Shot in die vorgewärmte dickwandige Tasse. Höchstens 150 ml Fassungsvermögen, dass es nicht zu wässrig wird. Wir mahlen den Kaffee immer frisch. Die Basis für den Cappuccino ist eine feinporig aufgeschäumter Milchschaum. Werden ganz kleine Luftbläschen in die Milch eingebracht. Nicht allzu heiß. Über 70 Grad ist schlecht für die Milch. Wenn man eine Dame beeindrucken möchte, das sollte man ja als Italiener von Natur aus können, kann man natürlich auch eine schöne Blume schenken. Und schon hat man die Damenherzen erobert. Prego. Jetzt wissen wir endlich, was ein richtiger Cappuccino ist. Mille grazie, Rosario. Mille grazie. Das, was uns Rosario hier geboten hat, war eine Definition, die wir nennen eine operativ-genetische Definition. Wie schaffe ich mir Repräsentanten für den Begriff? Euer Job wird es sein, Cappuccino jetzt als Realdefinition aufzuschreiben. Also aus der Definition von Rosario eine zu machen, ein Cappuccino ist... Viel Spaß dabei!